Liebe Freunde, jetzt ist die Entscheidung gefallen. Mein Winterweizen wird neu angesät mit Sommerweizen. Ist hart. Ich merke das, der Traktor braucht Leistung. Ich denke, das ist der beste Weg, da Sommerweizen zu säen und nicht einen ganzen Sommer lang Ärger zu haben mit einem schlechten Winterweizenfeld. Ja, nächsten Herbst, diesen Herbst, wenn das wieder mal so Wetter ist, nass, da werde ich nicht mehr säen und besser warten und im Frühling Sommerweizen Saat machen. Geht viel einfacher, weniger Kosten. Ne? Fahrgassenschaltung. Jetzt hebe ich und es hat geschaltet. Sommerweizen, Sorte Kampala. Kampala, ja. Ja, liebe YouTube-Freunde, das ist da knapp gelaufen mit der Saatgutmenge. Da ist nur noch ein kleiner Rest. Das reicht noch gerade da, um einmal noch quer zu säen. Ich hatte mich da verrechnet. Die Fläche ist ein bisschen mehr und ich habe gedacht, ja, da hole ich da noch mehr Saatgut. Aber die Fenaco in Lissach, die schließt am Freitag um 4 Uhr. Und jetzt, was haben wir da? 5 Uhr. Da ist nichts mehr zu machen über das Wochenende. Nur in der Hochsaison haben sie da länger geöffnet. Ja, jetzt habe ich da 120 Ahren. Sieht man das da im Hintergrund, 120 Ahren von diesem Sommerweizen gesät und jetzt da noch einmal quer fahren. Jawohl.